So, Chat, wir gucken jetzt in folgendes Video rein von dem allerechten Spendyboy. Hier ist der Bums. Ich meine, haben wahrscheinlich viele von euch mitbekommen. Oder ich weiß gar nicht, habt ihr das mitbekommen, Chat? Die letzte Frau, die wir uns geklärt haben, hier live auf Twitch, Sarah hieß sie, die hat sich Nico auch geklärt in seinem Stream. Okay, manche haben es mitbekommen, manche nicht. Also da gibt es auch ein Video von Inscope. Beef mit Nico incoming. Ich mache einen Boxkampf gegen dich, Nico. Komm nach München. Komm in den Ring. Gut, wir gucken mal rein. Alter, hab ich mich gerade erschreckt. Bro, what the fuck? Ich dachte mir gerade, Bruder, wer zum Fick klopft jetzt an meine Wand? Alter. Spendi, du blödes Arschloch. Bro, es ist eklig. Alter. Oh mein Gott, das ist ein ganz ekelhaftes Gefühl. Noch einmal. Bro, das ist wirklich ganz widerlich. Ganz widerlich, Digga. Ganz eklige Nummer. Und so. Spendi, geht's dir gut, Bro? What the fuck? Also meine Intros sind ja schon sehr, 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 sehr cringy, aber das war gerade. Ja, nö. War gut. Herzlich willkommen hier zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute könnte es ein bisschen romantisch werden oder auch verflext. Ach, liebe Leute, in den letzten Videos nimmt man Leute hoch, macht sich lustig über sie, aber am schlimmsten sind es dann doch wirklich die eigenen Homies. Kennt ihr das, Freunde? Wenn zwei Homies von euch auf dieselbe Dame stehen. Ich war der Erste, will ich anmerken. Im Vorhinein schon. Ich war zuerst dran, Nico. Dann wird's meistens wild. Da ist meistens einer von denen der ehrliche, treue Romantiker. Wie groß bist du? 1,87. 31. Photoshop war ein Joke. Und dann hat jeder. Sie hat ihn einfach gefragt, wie groß er ist, weil sie. Ich war im Stream sogar dabei, als sie das gemacht hat. Sie hat gemeint, sie datet nur Männer über 1,85, Chat. Oh Mann. Ich bin 1,85. Mit hohen Schuhen. Jeder von uns den Homie, der immer am Flexen ist. Ich versuch grad mit meinem Ass zu flexen, Schatzi. Schauen wir doch mal, wer von den beiden die da. Ey, nee, ich will mir das eigentlich gar nicht angucken, weil ich find's immer so unangenehm, meine Scheiße, die ich fabriziere im Internet, mir selbst nochmal anzugucken. Ich kann es gar nicht, Bro. Ich kann es gar nicht, Digga. Ich bin da wirklich komplett raus. Was mir am meisten überzeugt hat. Szene für Szene. Szene. Ich kann nicht mehr reden. Ich kann gut massieren. Während dem Film kann ich dann dir auch gerne eine Massage geben. Eine anständige Massage? Ja, natürlich. Ich würde dir doch keine Schrottmassage andrehen. Ich habe einen guten Händedruck. Aha. Moji, was hast du so zu bieten? Oh nein. Ich möchte eigentlich nicht weiter gucken. Ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, um gleich Nacho zu holen. Nacho ist bereit. 1-0 für Moji. Spendi, richtig den Punkt vergeben. Also, an Nacho kommt eine Massage auf gar keinen Fall ran. Der Nacho hat so die eine oder andere schon überzeugt. Aber okay, Moji, was ist jetzt dein nächster Schritt? Wollen wir mal einen Kaffee trinken, gehen wir beide? Trink leider keinen Kaffee. Nico, deine Chance. Ich hab zwei Söhne, ja. Echt? Ja. Da lügst du mich gerade an? Mann, ich hasse Männer, die lügen. Bruder, Spendi einfach komplett cringe unterwegs. Alter, Spendi. Bro, geht's dir gut? Jetzt habt ihr aber beide reingeschissen. Gehst du ins Fitness? Dann hast du wahrscheinlich auch gut deinen Po und so trainiert, oder? Das musst du dann selber sagen. Alter, Nico, das ist doch schon mal was. Bleiben wir in Kontakt? Schreiben wir auf Insta oder wie wollen wir das jetzt machen? Ja, wir schreiben auf Insta. Oh, Nico, das sieht wohl nach einer Niederlage aus. Ich glaube, da gibt's noch Gesprächsbedarf. Ach, Digga, Mochi. Ganz ehrlich, Alter. Bisschen Hurensohn. Oha, wieso geht der auf Mutter, Digga? Wieso geht Nico auf Mutter auf einmal? Okay. Das hat jetzt ein Level erreicht, da wird's persönlich, Nico. Ich glaube, da müssen wir einen Boxkampf machen, da führt jetzt kein Weg vorbei. Nico. Komm in den Ring, wenn du ein Mann bist.
Und da werde ich auch nicht zurückschrecken, weil ich habe Taekwondo gemacht und ich bin eine menschliche Waffe. Und wenn ich Taekwondo einsetze, Bruder, dann... Schönes Bild von mir an der Stelle. Lass mich. Lass mich in Ruhe. Alter, Mochi, ganz ehrlich, Digga. Ohne Witz, ich habe mir so viel Mühe gegeben mit dir. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Und es ist halt einfach nicht fair, dass du mir hier nicht in Foto lässt. Und ich will... Bro, es ist so random. Er klebt zwei Bilder auf Stühle, Digga. Und spielt Sprachnotizen von uns ab. What the fuck? Ich will es nicht aussprechen. Ich will es nicht aussprechen. Aber ich fürchte, ich muss die Karte tatsächlich im nächsten Mal ziehen. Ich werde leider blank ziehen müssen. Das Einzige, an was du ziehst, ist mein Daumen. Das... Bro. Arschloch. Stopp, bevor das Ganze hier noch eskaliert. Bruder, also da brauchen wir doch nicht drüber reden, wer von uns beiden gewonnen hat, oder? Hier nochmal. Das Einzige, an was du ziehst, ist mein Daumen, du Arschloch. Stopp, bevor das Ganze hier noch eskaliert, beenden wir es lieber. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Video einen Daumen nach oben da. Schreibt in den Kommentaren für den Algorithmus. Teilt das Video wirklich an eure Freunde, an euren Eltern, an eure Oma, an eure Opa, an euren Uropa, an euren Onkel, an eure Tante, an eure... Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Macht's gut. Schönes Video gewesen, Spendi. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Könnt ihr auch gerne abchecken.